Sie sehen, heute habe ich ein paar mehr Gäste hier als letztes Mal. Da ja jetzt alles öffentlich aussieht, kann man also jetzt auch anders drüber sprechen, als wir es vorher tun konnten. Ich möchte kurz meine Gäste vorstellen. Fangen wir mal mit dem Bezirksamt an, der als einziger übrig geblieben ist, ist der Herr Freiberg. Ja, der Herr Buschkowski hat weder abgesagt noch zugesagt. Frau Vogelsang hatte erst zugesagt, hat aber mir heute per Telefon abgesagt, weil andere Termine dazwischen kamen. Dies sei entschuldbar. Entschuldigbar. Dann fangen wir drüben bei den Parteien an. Die Bündnisgrünen haben weder zu noch abgesagt. Dann haben wir die PDS, das ist die Frau Dr. Stelz, die auch schon am 19.03. hier präsent war. Dann haben wir von der SPD heute Opfer, Frau Eva-Maria Schönthal. Sie wollte zwar dort nicht sitzen, aber ihr blieb nichts anderes übrig. Dann haben wir von der CDU, der Herr Malo ist heute hier, erste Mal bei uns. Der Herr Steuer sitzt im Abgeordnetenhaus und verteilt Millionen oder versucht zu verteilen. Und dann haben wir von der FDP da, Herr Kluckert, ist heute auch das erste Mal bei uns. Ich begrüße euch recht herzlich. Dann zu meiner Rechten den Herrn Süßmann, den kennen wir schon vom 19.03. her. Und den Herrn Engelmann von den Bürgerinitiative Rudo, der mit uns seit dem 19.03. Schulterschluss gegen oder für Aktivitäten hier entwickelt, um hier etwas für die Bürger Rudos zu tun. Bevor wir in die Diskussion eingehen, mache ich folgenden Vorschlag. Wir haben auch die Presse hier, einmal das Ruder Journal, die Kamera läuft hinten, und das Berliner Wochenblatt war hier oder ist noch hier, der ist schon mal schon wieder weg, war auch schon hier. Und wollen wir mal sehen, wie wir den heutigen Tag ruhig und friedlich, bitte wirklich ruhig und friedlich über die Bühne bringen. Ich gebe jetzt das Wort mal an Herrn Freiberg, ein kurzes 3-Minuten-Statement für wieder und vom Bezirk aus Kraftwerk. Das war ja, nee, für das ganze Bezirksamt kann ich nicht sprechen, liebe Frau Schönthal, sondern nur für meine Abteilung, die heißt Gesundheit, Umwelt und Bürgerdienste. Und ich finde, der Name passt ja hier auch ganz gut her, Bürger sind hier. Das Thema Gesundheit und Umwelt ist sicherlich ein Schwerpunktthema. Gut, was kann ich machen? Ich kann Ihnen sagen, den Stand zurzeit. Wir haben für meine Abteilung ein sehr schwieriges Prüfverfahren. Es sind etliche Ordner, die wir hier bewerten müssen. Es fehlen Unterlagen, die wir nachgefordert haben, die dann noch anlanden werden. Wir haben vorab erstmal Stellungnahmen des Umweltamtes. Das sind eher technische Details. Wir haben aber auch, das war mir wichtig, den Bereich Gesundheit hier. Dort sind zum Beispiel Themen wie die Frage des Antransports, das ist ja ein Thema immer wieder, diese Drittelung, Schiff, Schiene, LKW. Es gibt also deutlich das Signal aus dem Bereich des Gesundheitswesens, also der öffentlichen Gesundheit, dass man sagt, die LKW-Anfahrt soll unterlassen werden. Das ist also ein deutliches Thema. Wird übrigens auch, ich habe das heute nochmal hinterfragt, auch auf Landesebene in den Landesbehörden ähnlich gesehen. Aber das Verfahren läuft noch. Also insofern kann abschließend hier niemand etwas sagen. Ein weiterer Punkt, der nicht unwichtig ist aus der Sicht des Gesundheitswesens, ist auch dann natürlich die Gesamtfrage der Lagerung, der Verarbeitung. Also das, was wir schon mal besprochen haben, hier sind Fragen gestellt, Antworten fehlen, die müssen irgendwann mal beantwortet werden. Hier gibt es ja auch sehr eindeutige Positionsnamen der Parteien. Ich als Bezirksamt sage, aber ich schließe mich dem vollkommen an. Auch wie das der entsprechende Ausschuss der Bezirksversammlung getan hat. Ein wichtiger Punkt, der immer wieder genannt wird, und da denke ich, muss man auch sehen, dass der Betreiber, der zukünftige Betreiber, sich dazu erklärt, ist natürlich nicht eine Müllverbrennungsanlage durch die Hintertür. Da muss es eine sehr deutliche Klärung geben. Ich sage das hier auch an dieser Stelle, das ist für mich ein Essential, ein ganz wichtiger Schwerpunkt. Das kann man aber relativ einfach klären, wenn es so ist, dann kann man das verbindlich erklären, auch durch entsprechende rechtsbeleihbare, rechtsbelegbare Positionen. Ein weiterer Punkt, der offen ist, der auch noch geklärt werden muss, das ist die sogenannte Energie- oder auch Ökobilanz, die man anstellt. Also ich sage mal, grüner Strom soll grüner Strom sein. Oder grüne Energie, und das kann man auch belegen, und da denke ich, wird auch der Betreiber sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ein weiterer Punkt, der hier immer wieder angesprochen wurde, den wir auch sehr intensiv nochmal betrieben haben, ist das Problem der Altlasten auf dem Standort Eternit. Dieses Verfahren ist außerhalb des Genehmigungsverfahrens für eine
Verbrennungsanlage. Diese Zuständigkeit liegt ausschließlich im Bezirksamt, ausschließlich. Und sie wird nur durch meine Abteilung wahrgenommen. Und Sie wissen, hier gab es viele Gerüchte, deswegen sage ich das auch noch mal ein bisschen breiter. Wir wissen, dass es Bodenbelastung gab, Kontamination gab auf dem alten Eternit-Standort. Das ist leider so, wenn man Industrie hat. Das kann man nicht verhindern, das wird immer so sein. Und diese gehen schon zurück auf 10, 15 Jahre. Wir wissen, dass eine Öllinse über dem Grundwasser liegt. Wir wissen von einigen Belastungen noch nicht ausreichend. Und man hat das alles zurückgestellt, richtigerweise, weil man gesagt hat, man kann nicht ein Unternehmen schließen, damit eine Bodenverschmutzung beseitigt wird, die nicht so extrem schlimm ist. Also das ist mal eine Frage der Verhältnismäßigkeit und damit letztendlich Arbeitsplätze gefährden. Aber wenn man einen Wechsel hat von einem Unternehmen zum anderen, von einer Produktion zur anderen, dann muss man, und das denke ich, sind wir auch schuldig, die Generationen nach uns, dann muss man diese Bodenverschmutzung beseitigen. Das ist gar kein Thema. Wir schreiben Eternit an, der ist für uns der Fall. Die sind für uns die Verursacher. Man wird sehen, wie die Firma Harpen damit umgeht, denn das ist alles eine Zeitfrage und kostet sehr, sehr viel Geld. Da sind wir aber in laufenden Gesprächen, aber ich sage das ganz bewusst, das hat nichts mit dem Genehmigungsverfahren zu tun. Ich weiß aber auch, dass das Landesamt für Technische Sicherheit und Arbeitsschutz und letztlich auch für Gesundheitsthemen ebenfalls eine solche Position einnimmt. Auch hier werden wir, hoffe ich, Antworten bekommen. Sie wissen, dass die Bezirksverordnetenversammlung dann einfach mal, um einen Zwischenstand zu machen, eine Beschlusslage gefasst hat, wo sie einfach ein paar Punkte benannt hat. Die standen auch in der Zeitung. Ich muss sie, glaube ich, im Einzelnen nicht wiederholen. Sie kommen eigentlich alle, das sind alles die Fragen, denke ich mal, die Fragen, die aus der Bevölkerung getragen wurden. Der Ausschuss hat deutlich gesagt, solange diese Punkte nicht für uns abschließend und zufriedenstellend geklärt sind, haben wir damit ein Problem, dann können wir dem nicht zustimmen. Das deckt sich auch mit Positionen der Parteien, soweit ich das wahrnehme, das werden wir aber hören. Das heißt also, ich will nochmal ganz bewusst, weil heute auch nochmal was in der Zeitung steht von den Grünen, ich hätte mich gefreut, darauf nochmal etwas zu sagen, ganz bewusst sagen, also mir ist nicht bekannt, dass irgendjemand sagt, ich bin gegen umweltfreundliche Energieeinsatz. Ist mir nicht bekannt. Also ich kenne niemanden, ich sage das auch nochmal hier deutlich, ich bin für umweltschonende Energiegewinnung, gar keine Frage. Nur eins muss man machen, man muss den Standort sich anschauen. Ist das verträglich für den Standort? Das ist der entscheidende Punkt und in der Diskussion sind wir. So, und ich würde jetzt einfach den Ball bzw. das Mikro zurückgeben. Ich bin nämlich eigentlich hier eher hergekommen, um Antworten zu hören auf Fragen, die ich schon vor langer Zeit gestellt habe und freue mich jetzt auf die Antworten. Vielen Dank. Ich möchte unsere beiden Gäste begrüßen, Herr Knorr und Herr Schambeit, beide von der SPD, die es geschafft haben. Wir haben extra verzögert, aber leider muss man etwas früher anfangen. Wir konnten also jetzt nicht warten. Herr Strieder war auch eingeladen, aber er hat sein Büro, musste leider Gottes absagen, weil er heute im Abgeordnetenhaus ja die Sitzung ist. Er wollte an sich einen Vertreter schicken, aber man sieht, es kommt keiner. So, ich gebe, fangen wir hier vorne einfach an bei Frau Dr. Stelz. Sie gibt gleich den automatischen Mikrofon weiter. Mein Standpunkt hat sich vom März her eigentlich noch nicht viel geändert. Ich habe immer noch nichts gegen ein Biomasseheizkraftwerk, aber es sind für mich auch noch viele Fragen offen. Und ich würde auch wünschen, dass die beantwortet werden, die der Ausschuss formuliert hat. Eine andere Frage, ich habe vor 3-4 Tagen im Fernsehen einen Wirtschaftsbericht gehört oder gesehen. Da wurde gesagt, es gibt eine neue Verordnung ab 2006, dass Hausmüll nicht mehr auf die Deponien kommt. Und dass diverse Müllverbrennungsanlagen gebaut werden müssen. Und vom, also für mich als Laie ist ein Biomassekraftwerk vom Aufbau her ganz schnell eine Müllverbrennungsanlage. Da hätte ich gerne eine Frage. Ja, meine Damen und Herren, ich kann sagen, dass sich seit der letzten Versammlung, an der ich hier auch teilgenommen habe, nicht sehr viel verändert hat. Die SPD-Fraktion wird sich an den Einwendungen beteiligt. Auch da werden wir einige einbringen, weil uns auch noch vieles fehlt und wir noch nicht alles das wissen, was wir wissen wollen. Wenn wir denen zustimmen, dass die Rudor-SPD grundsätzlich gegen das Heizkraftwerk ist, das wissen Sie, das haben wir schon beim letzten Mal gesagt. Und die beiden Herren können das auch noch bestätigen. Die SPD in der Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung wird sich dann danach richten,
wie alles läuft, was so zusammengetragen wird bei den Einwendungen. Und wir möchten auch, dass die Fragen, die der Ausschuss aufgeworfen hat und zusammengestellt hat, der Ausschuss Gesundheit und Umweltschutz, die Fragen sind ja einheitlich geschlossen worden, also gemeinsam von allen Fraktionen. Da legen wir auch großen Wert, dass die dann auch so beantwortet werden und klar und deutlich, damit wir sehen, wie es überhaupt hier weitergehen kann und weitergehen soll. Danke. Ja, also für die CDU kann ich auch nur noch mal sagen, dass wir also grundsätzlich der Energiegewinnung aus Biomasse eben aufgeschlossen gegenüberstehen, aber das eben nicht um jeden Preis. Genauso wie das im Prinzip im Ausschuss für Gesundheit und Umweltschutz, was Frau Schönter eben gesagt hat, wo sich also alle Fraktionen auch einig waren, ein einstimmiges Votum also abgegeben haben, sind für uns einfach viele Fragen nicht beantwortet. Wir haben in der CDU Forderungen, die sind ja also auch entsprechend in der Presse bereits erwähnt worden, und wir haben bis heute eben keine Antworten auf diese Fragen, und wir bekommen also auch kein Signal, dass diese Forderungen in irgendeiner Form erfüllt werden. Und ja, solange diese Punkte nicht aufgeklärt sind, können wir eben den Bau eines Biomassekraftwerkes in Rudow nicht positiv gegenüberstehen. Für die FDP Neukölln kann ich erklären, dass wir jedenfalls bei dem jetzigen Kenntnisstand, den wir haben, dieses Projekt ablehnen, was hier geplant ist. Lassen Sie mich da mal nur 5 Argumente, die vor dem jetzigen Kenntnisstand dafür uns ausschlaggebend sind. Wir haben einmal ein erhebliches Verkehrsproblem sicherlich hier in Rudow bei der Anlieferung dieser Altholzbestandteile, ob das alles so läuft mit dem Drittelmix im Winter, wenn dann die Schiene zugefroren ist und auch der Kanal vielleicht zugefroren ist, dann kann es schnell auf 80-90% hochgehen. Diese Verkehrsbelastung, obwohl es natürlich Industriegelände ist, ist uns trotzdem für ein 30 Arbeitsplätze-Projekt auf diesem Industriestandort zu hoch. Zweites Argument ist dieser Gewerbestandort, den wir hier haben. Es ist ein Filetgrundstück, gute Autobahnanbindung, auch darum wieder für dieses Projekt eigentlich zu schade. Ein drittes Argument für Neukölln ist auch ein politisches Argument, jedenfalls ein Imageproblem für Neukölln. Wir haben erhebliche Probleme im Norden Neuköllns mit unserem Bezirk, und es wäre schade, wenn wir uns noch vielleicht das Image eines Müllverbrennungsstandortes hier im Süden in Rudow zuziehen. Und als drittes noch natürlich als FDP-Sicht, es handelt sich natürlich jetzt mal, wenn man die Bundesebene oder die energiepolitische Ebene sieht, natürlich um ein Subventionsprojekt, was nur deshalb wirtschaftlich ist, weil Massensubventionen fließen, und Sie wissen alle, dass die FDP für den Subventionsabbau ist, und was sich halt nicht am Markt bewährt, muss man sowieso dann kritisch überdenken, ob man es mit Subventionen am Leben erhält. Und eben als fünftes, aber da werden wir sicherlich noch in der Diskussion drauf eingehen, ich glaube halt, dass wir nicht mal eine Müllverbrennungsanlage durch die Hintertür kriegen, sondern fast durch die Vordertür, wenn man jedenfalls die mittelfristige Perspektive. Können wir dann später sicherlich noch einiges sagen. Danke. Schönen Dank. Jetzt will der Herr Süßmann, hat er mir signalisiert, wollte darauf antworten. Ja, für alle Antworten wird wahrscheinlich jetzt eine Runde nicht reichen. Ja, aber ich finde es erstmal grundsätzlich positiv. Ich finde es erstmal grundsätzlich positiv, dass also die Parteien oder die Mehrheit der lokal ansässigen Parteien die Nutzung von erneuerbaren Energien begrüßt, dass wir da also Konsens haben. Und es ist natürlich auch notwendig, dass wir jetzt über die Maßnahmen, wie kann man dieses Projekt so verträglich wie möglich gestalten, reden. Das ist ja von Anfang an auch unsere Position gewesen. Und ich möchte hier auch zusichern, dass wir also dabei sind oder eine Stellungnahme verfasst haben, und zwar zu den Fragen, die uns der Umweltausschuss Neukölln gestellt hat. Da ist eine ganze Reihe von Fragen, die sich zum Teil beantworten aus den Genehmigungsunterlagen, aber wir werden das natürlich auch in schriftlicher Form abgeben, und
Das geht nächste Woche raus, das Schreiben. Das hat sich jetzt einfach ein bisschen durch diesen feiertagsstarken Mai verzögert. Aber wir sind damit mit dran an diesem Thema und das beantwortet letztendlich auch die Frage der SPD, wie weit wir sind jetzt mit dieser Stellungnahme. Dasselbe betrifft auch die CDU. Der Herr Steuer hat uns auch ein Schreiben geschickt mit den Fragen, das ähnlich ist mit den Bedenken. Also auch da wird drauf reagiert. Aber vielleicht kann ich gleich nochmal auf ein paar Punkte eingehen. Oder sollten Sie jetzt nochmal die Frage? Beziehungsweise vielleicht zum Programmablauf. Also wir hatten uns das jetzt so überlegt. Die meisten von uns stehen jetzt ziemlich gut im Stoff, also wir können uns jetzt allgemeine Aspekte sparen und Vorstellungen, sondern dass wir hier wirklich ganz konkret auf Fragen antworten. Die Unterlagen liegen öffentlich aus. Die meisten von Ihnen haben sicherlich auch mal Gelegenheit gehabt, da reinzugucken oder haben sich diese Kurzbeschreibung mitgenommen. Dazu gibt es Fragen, die wir beantworten wollen. Und ich denke, was ganz wichtig ist, was wir jetzt diskutieren wollen, ist dieses Thema. Es kommt immer wieder dieses Thema hoch, Müllverbrennungsanlage. Das möchte ich erläutern, wie wir dazu stehen oder wie man sich das Thema Müllverbrennungsanlage angucken muss. Was ist mit dem Verkehr? Wie ist der aktuelle Stand der Dinge? Da haben wir inzwischen auch Neuigkeiten in Richtung Verkehr. Und im Zusammenhang mit dem Thema Müllverbrennungsanlage ist auch das Holzpotenzial zu sehen. Also ich sehe eigentlich im Wesentlichen die zwei Schwerpunkte Verkehr, Müllverbrennungsanlage, dass wir das heute vertiefen wollen, dass wir da auch Ihre Befürchtungen, Ihre Bedenken so weit wie möglich abbauen können, soweit das halt auch geht in so einer Diskussion. Okay, schönen Dank. So, dann wollen wir mal, ich hatte hier schon eine Wortmeldung auf den Zettel bekommen, weiß aber nicht, wo der Herr war. So. Könnten Sie mal laut? Mein Name ist Manfred Freier. Soll ich aufstehen? Ich denke, es ist besser. Mein Name ist Manfred Freier. Ich bin ohne seit 1935 hier, das heißt, da war ich ganz jung, da war ich 0 Jahre. Und ich habe jetzt hier gehört über Anfahrt der Biomassen, Energieerzeugung und so weiter. Und nun ist plötzlich die Energieerzeugung hier plötzlich in der Kanalstraße. Und da stelle ich plötzlich fest, ich habe ein paar Fragen. Wie ist denn eigentlich die Abgabe der Energie möglich? Die Energie wird erzeugt in der Kanalstraße und jetzt passiert ja Folgendes. Wir alle sprechen über das Hinbringen der Hölzer und wie und so weiter. Jetzt kommt plötzlich auf mich drauf zu, was passiert dann eigentlich mit dem Abgeben der Energie? Denn die Hartner, habe ich gehört, hat ja die Energie verkauft an die Grobürstadt. Ja, da müssen wir doch was alles aufreißen, da müssen wir doch die Zwickauer Damm aufreißen. Oder kann man da einfach zum alten Kraftwerk rübergehen und hat das billig gekauft? Keiner weiß etwas drüber, es spricht niemand drüber. Wo ist denn da eigentlich das Geld, was wir als, da muss man ehrlich sagen, was wir bezahlt haben über ihre Strom, über unsere Strompreise, auch Sie alle, wo ist denn das Geld plötzlich geblieben, was jetzt ganz billig von der Harten eingekauft wird, oder sehe ich alles falsch? Ich habe die Frage, wie wird die Energie, die die Harten erzeugt, ganz preiswert, ganz billig, wie wird die in die Grobürstadt gebracht, über Buko West, über Udo, über Buko Ost, wie wird die da hingebracht? Und das war meine Frage. Ich hoffe, ich kriege heute eine zufriedenstellende Antwort. Aber ich sage eins, wir haben das alles bezahlt. Ich sehe nur die Johannisthaler Chaussee lang, wie dort diese Heizungskanäle laufen. Und wenn Sie Heizenergie bringen müssen in die Grobürstadt, dann müssen Sie diese Dinger benutzen. Und wir haben sie schon bezahlt. Und wie billig haben Sie die gekriegt? Das ist meine Frage. Ich gebe das Mikrofon zurück. Danke. Willst du gleich antworten? Nee, wir können gleich. Ich wollte es eigentlich nur als dem Punkt. Ich wollte der Bürger das Richtige auch das Wort geben. Wir haben noch kein Statement abgegeben, aber das ist Ihre Sache. Darf ich mir das mal nehmen zum Erläutern? Das ist nämlich sehr schön. Genau. Ich habe mit dieser
wunderbaren Karte kann man vielleicht zwei Sachen erläutern. Und zwar, wie kommt die Energie? Erstmal das eine Thema. Das Mikrofon fällt schnell. Also wie kommt die Energie in die Gropiusstadt? Wir haben hier das Kraftwerk am Minzeweg und wir haben hier dann ab dem Jahre 2004 das Holzhetzkraftwerk. Das heißt, wir machen eins, die Wärme wird eingespeist hier an dieser Stelle. Und dann für die Haupttrasse, entweder hier lang oder jedenfalls dann hier über den... Über die Johannesthaler fährt er. Wissen Sie denn nicht? Ich weiß nur, dass es hier eingespeist wird. Für die Trasse bin ich nicht zuständig. Aber an der Trassenplanung ist es so... Können Sie doch nicht antworten. Hier ist die Einspeisung vom Kraftwerk. Von hier aus kommt die Wärme in die Gropiusstadt, richtig? Okay, also reden wir über diesen Punkt. Fragt er uns, ob es richtig ist? Ja, wie soll sonst die Wärme in die Gropiusstadt kommen? Also von hier aus geht die Wärme in die Gropiusstadt. Wir machen jetzt... Gibt es denn keiner, der Ihnen das erklärt? Wir machen jetzt Folgendes. Hier wird der Teltokanal unterdügert und parallel zur Autobahn, sodass wir also hier in Rodo nichts aufreißen müssen. Parallel zum Bau der Autobahn wird die Trasse verlegt, bis hierher wird an der Stelle wieder unterdügert und dann eingebunden. Und das eingebunden in den Einspeisepunkt. Und zwar ist hier die Übergabestelle, hier ist Eigentum, Fernwärmeleitung, das hier ist Weber. Und hier ist die Fernwärmeleitung, die sich im Eigentum der GBR Fernheizung befindet, also im Eigentum der Wohnungsbaugesellschaften. An dem Punkt binden wir dann ein. Das ist alles auch soweit geklärt. Entschuldigung, ich muss noch mal was sagen zur Einbindung. Ich habe das bezahlt mit meinem Strompreis. Jetzt wollen Sie dort einbinden. Einbinden heißt, ich nehme da einfach, wie bei der Telekom, ich nehme einfach die letzten 100 oder 300 oder 1000 Meter mit. Und das ist doch nicht okay. Da stimmt was nicht. Dort ist der Punkt, wo Sie sich wohlfühlen, wo Sie im Grunde genommen nicht mehr rechnen. Entschuldigen Sie bitte, dass ich ein bisschen laut geworden bin, aber das ist der Punkt. Sie nehmen den Leuten, die schon alles bezahlt haben, das Geld aus der Tasche. Ich bin der Stromnutzer und ich habe es bezahlt. Das Kraftwerk ist abgeschrieben. Es ist alt genug. Ach so, ich denke mal, das Thema Kraftwerk, was Sie mit Ihrer Stromrechnung alles bezahlt haben, soll auch heute jetzt nicht unser Thema sein, sondern es geht hier um... Ist okay, ich akzeptiere Ihre Aussage. Es geht um die Wärmeversorgung und es geht nicht, welche Kraftwerke die BEWAG schließt. Die BEWAG hat schon ganz andere Kraftwerke geschlossen, die Sie auch vielleicht bezahlt haben. Welche? Ja, welche? Ist jemand von der BEWAG hier? Nein. Das hat er mir gesagt. Stimmt nicht. Okay, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ich stelle Ihnen die Liste zusammen. Ja, stell doch mal zusammen, kriegen wir nicht. Wieso, er steht da drin, das soll nicht geschlossen. Ich habe mich informiert über das Holzhetzkraftwerk. Also ich kaufe 3 Kilometer von der Autobahn und bin gut sauber drauf und habe alles gewonnen, ja. Und das ist sauerlustig, ja. Und da freiwillig ich was sagen. Und die Autobahn wird zwar auch noch. Wir hatten aber ein ganz wichtiges Thema und das ist das Thema Verkehr. Und zwar geht es bei dem Thema Verkehr darum, welche LKWs fahren mit welchen Lärmbelastungen. Denn das ist ja das genehmigungsrelevant ist zu rechnen. Und da haben wir in unseren Antragsunterlagen jetzt Folgendes gesagt, es gibt eine Abfahrt hier Stubenbrauchstraße, wo LKWs abfahren können und die Hackschnitzel antransportieren können. Und es gibt eine Abfahrt auf der Höhe Adlershof Ost. Und die LKWs fahren dann über diesen Weg, über die Wegedornbrücke, über die Rudorstraße, über die Neudeckerweg, August-Fröhlich-Straße, dann des Kraftwerkes. Die beiden Zuwege sind möglich, wenn man jetzt berücksichtigt, dass die Autobahn 2004 bis zu dieser Stelle fertig ist. Bis zu dieser Stelle ist sie im Jahre 2004 fertig. Die Verlängerung dauert lange, länger, bis also der Anschluss an Schönefeld da ist, aber die direkte Anbindung an das Autobahnnetz ist bis zu der Stelle im Jahr 2004 fertig.
Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Wenn Sie jetzt alle von da kommen, dass Sie nicht mehr durch die Stadt kommen, dann geht es mir aus. Das heißt, das ist jetzt für uns, das ist jetzt der Weg, den wir in den Genehmigungsunterlagen untersucht haben. Und dabei wurden auch die beiden Varianten berücksichtigt. A, dass wir die Transporte im Drittelmix, so wie wir es machen wollen, also dass wir das Holz über Schiff annehmen, dass wir das Holz über Schiene annehmen und natürlich auch einen Teil über LKW annehmen. Und wir haben auch berücksichtigt im Gutachten, dass eine hundertprozentige Belieferung durch LKW erfolgt. Und da sagt die Lärmprognose aus, das haben Sie sicherlich auch nachlesen können, dass die jetzigen Lärmemissionen um weniger als 5% durch den zusätzlichen Verkehr erhöht werden. Und damit ist es genehmigungsrechtlich rein nach technischer Anleitung Lärm zulässig. Also muss man keine weiteren Maßnahmen treffen. Das heißt, das betrifft, die Genehmigung ist zulässig auch bei 100% Lkw-Verkehr, den wir gar nicht wollen, weil das nicht unser Konzept ist. Sofern die Autobahn noch nicht fertig ist, dann muss doch ersatzweise das über die üblichen Straßen vonstatten gehen. Es ist so, dass unser Untersuchungsrahmen der ist, dass wir als nächsten Lärmaufmesspunkt dieses Haus hier auf der Ecke, und zwar Ecke Kanalstraße, Ecke August-Fröhlich-Straße untersucht haben und sind an diesem Punkt, oder ist der Gutachter an diesem Punkt zu diesem Ergebnis gekommen. Jetzt, das ist Status quo. Jetzt sagen wir nehmen ja Ihre Einwände und Ihre Befürchtungen auf, dass es hier in der Kanalstraße schon jetzt, weil es hier ein Industriegebiet ist, wir sind ja nicht alleine, es gibt hier die BAS, es gibt Plüschka Logistik, es gibt Böhm in Dubai, es gibt das Zementwerk, also der Gesamt-Lkw-Verkehr insgesamt ist natürlich jetzt schon hoch, weil es ist ja ein Industriegebiet an der Stelle und da sagen wir, okay, wir nehmen Ihre Befürchtungen auf und überlegen, wie können wir den Verkehr vereinfachen. Und die Anregung, die kam zuerst im Grün, das war schon im Februar, mal zu gucken, was ginge denn einfacher. Und wenn man sich das anschaut, ist es hier gerade auf diesem Luftbild ganz klar, von dieser Abfahrt Adershof Ost über Leudecker Weg, hier treffen wir auf keinerlei Wohnbebauung. Das ist hier alles, hier sind ein paar Schrebergärten, aber ansonsten keinerlei Wohnbebauung. Hier ist Gewerbegebiet. Wo ist also hier ist das ist aber nachgelagert, das ist aber nicht so direkt berührt wie hier an der Kanalstraße, wo die Leute direkt an der Straße sind. Man kann es sogar schön auf diesem Luftweg sehen, außerdem ist hier ein erhöhter Damm, sodass das schon ein natürlicher Lärmschutz vorhanden ist. Das heißt, unser Vorschlag ist, um jetzt den Transport in der Kanalstraße zu entlasten und in der Aus-Fröhlich-Straße, weil hier gibt es sensible Wohngebiete, dass man hier die Straße, Rudower Straße, dass man hier eine Querverbindung baut, direkt auf das Eternitgelände bzw. direkt auf die Köpenicker Straße, heißt die hier an der Stelle, und könnte damit quasi die gesamte Kanalstraße gerade in diesem Bereich wesentlich entlasten. Entschuldigung, bitte, ich habe meine Frage nicht beantwortet. Solange die Autobahn nicht fertig ist, kann ja der Verkehr nur über die bisherigen Straßen abgewickelt werden. Das würde doch dazu führen, dass die Kanalstraße, der neue Neudecker Weg und die Wegedornstraße die Belastung aufzunehmen. Oder haben Sie die Transporte per LKW erst für den Zeitpunkt vorgesehen, wenn die Autobahn fertig ist? Bitte antworten. Also die Autobahn wird im Jahr 2004 fertig, zum selben Zeitpunkt wie das Holzheizkraftwerk, denn dort wird auch geplant und gebaut. Sie können den Baufortschritt selbst setzen. Und und ansonsten würde natürlich, wenn die Autobahn wird an dieser Stelle, Stubenrauchbrücke, schon eher fertig sein, das können Sie auch sehen. An dieser Stelle wird die Autobahn auf jeden Fall eher fertig sein und dann wird natürlich über den Zeitraum der Verkehr über die Kanalstraße abgewickelt. Und ansonsten haben wir die üblichen
Wege, die jetzt schon auch im Verkehr benutzt werden. Wir haben ja aber... Möchten Sie die Frage zulassen? Selbstverständlich, das ist ein Frauensruf, oder? Ja. Ich habe nur eine Frage über die Anlieferzeiten, Stauzeiten der LKWs oder ob genügend Parkplätze vorhanden sind, dass die Anwohner eventuell durch Lärmbelästigung der LKWs, durch Wartezeiten und so weiter belästigt werden, wie das geregelt werden sollte oder ist. Die Anlieferzeiten zum Beispiel. Wird 24 Stunden als Takt angeliefert oder ich weiß es nicht. Im Genehmigungsverfahren, das kann ich schon sagen, ist 24 Stunden nicht drin, sondern muss bis 22 Uhr und Sonntag nur bis mittags und danach keine Anlieferung mehr. So, die Zeiten sind also da im Genehmigungsverfahren schon nach der letzten Sitzung, die wir hier hatten, schon so eingereicht worden. Aber trotzdem möchte ich gerne nochmal aufgrund der Lkw-Fragen von meiner Seite auskommen. Wir haben die Bauphasen, wenn das Kraftwerk kommen sollte, die Bauphasen Kraftwerk. Wir haben die Bauphasen Autobahn. So, Fragezeichen, wo fließen die 40 Tonnen lang? Über die Köpenicker Straße? Ja. Ja, das ist kein Sperrschild dafür da. Du schüttelst den Kopf, da schicke ich Polizisten, sperrt den Weg. Wo läuft der Lkw-Verkehr lang? Der Auszug des Kraftwerkes, der Auszug der Autobahn, das parallel dazu läuft. Wo läuft der Lkw-Verkehr lang? Darüber ist bis jetzt dato noch keine Auskunft gekommen. Weder vom Bezirksamt noch von den Parteien, wo man eventuell etwas hinleiten kann. Auch von Firma Harten, die diesbezüglich nicht berücksichtigt wurden. Es kann nicht alles sein, dass es neben der Autobahn, sprich unsere Köpenicker Freunde oder Adlershofer Freunde abkriegen oder, ich sag mal ganz grob gesprochen, Köpenicker Straße immer durch Altrode durch, gibt Feuerwerk. Irgendwann ist denn alles vorbei? Das ist meine Frage. Wie soll die Schienen vorher vom Potsdamer Platz, wo wir auch alle Schienen transportieren? Warum geht das nachher nicht? Jetzt meinst du den Sandaushub? Wir sprechen momentan von Sandaushub. Ist die Frage, was das Bezirksamt dazu sagt oder beziehungsweise die einzelnen Ausschüsse dazu sagen, wie es gehen soll. Wer möchte darauf antworten, vielleicht gleich? Micha? Ja, ich stehe ja gerne gerade. Ich stehe immer dann gerade gerne, wenn ich was verursacht habe. Ich verursache ja nichts, weil ich warte immer noch auf Antworten. Ich sage das mal ganz ehrlich. Wir haben im Ausschuss Frau Schönthal vielleicht... Lieber Manu, wir waren ja zu dritt dort im Ausschuss. Und ich kann nur sagen, es gibt eine Position, und sage ich mal, bin ich auch ein Stück in CDU, da habe ich kein Problem damit und deswegen greife ich das mal mit auf. Es war eigentlich ein Einvernehmen, dass es die Frage des Lkw-Verkehrs, also der Lkw-Zufuhr für Holz, aber auch in der Bauphase sehr kritisch gesehen wurde. Ich glaube, das war ein Einvernehmen, das kann man sagen. Und in der CDU ist es so, dass man dort sagt, man möchte nicht mehr Lkw-Verkehr haben, als man jetzt hat. Und da das Beber-Kraftwerk nicht mit Lkw beliefert wird, ist das relativ einfach. Das heißt, die Position der CDU ist, wir wollen keinen Lkw-Verkehr haben. Punkt. Im Ausschuss hatten wir uns dann darauf verständigt, weil wir haben darüber diskutiert, lang und breit diskutiert, und haben das in Zusammenhang gebracht mit einer Energieökobilanz. Und da wird man diese Frage dann auch beantworten müssen. Das heißt also, man wird ein Vorher, ein Nachher prüfen. Man wird dieses auch etwas großräumiger sich anschauen, als wie in den Betrachtungsweisen der Umweltverträglichkeit prüfen. Das wissen wir auch. Da kommt immer meine böse Frage, auf die ich auch keine Antwort kriege, bei einer Ökobilanz oder Energiebilanz. Woher kommt denn das alles? Wie wird es denn angeliefert? Ich sag mal, jede Anlieferung mit einem Diesel und LKW, egal woher, führt zu einer Negativbelastung in der Energiebilanz. Also das muss beantwortet werden. So, und ich sag mal ganz einfach, das bestätigt mir übrigens der Neuköllner Amtsarzt auch, der sagt, die Drittelung Lkw hält er für nicht zumutbar. Der Neuköllner Amtsarzt ist eine selbstständige Person, das sagt er so. Ich stimme dem politisch zu, ich als Gesundheitsstadtrat sage, stopp mal halt, das reicht dir. So, und jetzt muss eigentlich für mich eine Logistik aufgebaut werden, in der Bauphase, wie auch in der Zulieferungsphase, dass man sagt, sag mal einfach, kein Lkw. So. Und das, was hier gebastelt wird mit 20, 30, 50 LKWs pro Tag, ist ja eine rein statistische Zahl.
Darauf weise ich ja auch immer wieder hin. Denn, ich sag mal, in dieser Wärmeperiode jetzt, glaubt doch keiner bei einem, einer Ladungskapazität, die immer schwankend ist, um 12.000, 15.000 Tonnen, bei einem Gesamtvolumen von 200.000, 240.000 Tonnen, dass hier jetzt LKWs kommen und irgendwas anfahren. Das ist doch Quatsch. Nicht? Die LKWs kommen dann, wenn verbrannt wird. Das heißt also, es wird in Spitzenzeiten wird es ein erhöhtes LKW-Aufkommen geben. In schwachen, nicht Heizperioden oder nicht wärmeintensiven Verbrauchszeiten wird es ein geringeres Aufkommen geben. So, und darüber müssen wir mal Klarheit haben. Denn das sehe ich als eine der extremsten Belastungen, die auch wirklich zulasten der Menschen geht, ja. Und ich sehe auch kein Konzept bisher, dass das vorliegt und dass das mal ganz ehrlich auf den Tisch packt. Das ist das, was ich wirklich auch mittlerweile bemängle. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Denn diese Fragen sind gestellt worden, von mir persönlich, von den Ämtern. Sie sind gestellt worden von den Fraktionen, sie sind gestellt worden von den Bürgern. Und ich denke, im Sinne einer Fairness zueinander muss man jetzt sagen, so Freunde, das ist das, was wir vorhaben, das wollen wir jetzt machen, so und so, und da können wir abweichen. Und das muss wirklich mal irgendwann auf den Tisch, denn es ist, ich will das auch mal deutlich sagen, rein rechtlich gesehen, formal rechtlich gesehen, hat die Hafenlink vollkommen recht. Sie zieht das Ding durch, sie kann formal rechtlich einen Anspruch erheben, aufgrund der entsprechenden rechtlichen Vorgaben, und macht das dann. Bloß kein Unternehmen, in Deutschland auch nicht auf der Welt, macht so etwas. Das macht man nicht mehr. Das hat man vor 100 Jahren gemacht, aber das macht man heute nicht mehr. Heute arbeiten Wirtschaftsunternehmen möglichst im Einklang mit der Bevölkerung. Und ich mahne das einfach mal an. Es wird Zeit, dass wir langsam Fakten auf den Tisch bekommen und dann ehrlich miteinander reden, was kommt, welche Belastungen treten auf. Vielleicht ist das nochmal so ein Appell in Ihre Richtung, denn ich kann diese Fragen genauso wenig beantworten, wie vermutlich mal die Fraktions- oder die Parteienvertreter. Ich weiß es nicht. Der Einzige, der hier sitzt, der das weiß, der sitzt da und müsste jetzt manchmal ein bisschen mehr sagen als bisher. Hey, das will ich auch gerne tun. Ich habe ja bis jetzt nur die Sachen angerissen. Aber um das Thema Straßen nochmal abzuschließen, ich denke, es ist ein ganz wichtiger Weg, dass diese Querverbindung zwischen der Ruderstraße auf die Köpenicker Straße geschaffen wird, weil man damit tatsächlich den Verkehr aus den Wohngebieten raushält. Das ist also unser Angebot für Ihre Nachfrage. Wie geht ein Wirtschaftsunternehmen um? Wie reagieren wir auf Fragen, die aus der Bevölkerung kommen? Wie können wir ein Projekt verwirklichen, das eben sich wirklich mit einbindet? Also das Thema Straße steht für uns auf der Tagesordnung und da möchten wir auch die Unterstützung aus der Politik, denn diese Straße, diese Querverbindung, dieser Kurzschluss der Straße betrifft nicht nur uns, sondern es betrifft das gesamte Industriegebiet Kanalstraße, sodass es aus unserer Sicht schon eine öffentliche Angelegenheit ist und deswegen werben wir einfach hier für Unterstützung. Man muss sich natürlich auch überlegen, und da machen wir uns nichts vor, was war denn, als Ethernet noch produziert hat mit Lkw-Verkehr, doch, die Frage müssen wir uns stellen. Wir haben den Fakt, wir haben ein Industriegebiet. Jeder, der da hingezogen ist, ist an die Grenze zu einem Industriegebiet gezogen. Und wir haben jetzt die Situation, wir haben ein besonderes Verfahren mit öffentlicher Auslegung, deswegen diskutieren wir darüber. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wissen Sie beispielsweise, welcher Lkw-Verkehr die Firma Plischka Logistik, die auch in den Internetteilen sitzt, hat, das ist mehr Verkehr, als wir verursachen. Das fällt Ihnen möglicherweise nicht auf, aber das ist der Unterschied, weil ein Unternehmen, was keinen öffentlichen Antrag stellt, natürlich einfach machen kann, und da gibt es sogar Logistikunternehmen, die sich dort ansiedeln, und das stört dort keinen, weil die müssen niemanden fragen. Und das wäre beispielsweise auch nochmal die Antwort auf den Herrn von der FDP, der es schade findet, dass dieses Filet-Grundstück in Anführungszeichen auf dem Ethernet-Gelände verkauft wurde. Ich möchte nicht wissen, welcher Lkw-Verkehr gekommen wäre, wenn eine Kühne- und Nagelspedition sich dahin gesiedelt hätte oder irgendwas anderes, weil die künftige Anbindung an die Autobahn ist natürlich hochinteressant, um dort noch ganz andere Dinge zu machen, die vielleicht einen zehnfachen Lkw-Verkehr verursachen als wir. So viel mal zu den Realitäten. Also, aber das ist das eine, und wir möchten uns natürlich auch mit Ihren Bedenken auseinandersetzen.
Der Herr Freiberg hatte die Frage gestellt, wie sieht denn überhaupt die Ökobilanz aus mit dem Lkw-Verkehr? Wir haben jetzt das Gutachten der Berliner Energieagentur bei uns im Haus, wo nochmal direkt nachgerechnet wurde, die CO2-Bilanzen, auch unter Berücksichtigung der verschiedenen Verkehrskonzepte. Und das Ergebnis hatte ich beim letzten Mal auch schon grob vorgestellt. Jedenfalls ist es so, dass die CO2-Vermeidung wesentlich höher ist, als wir angenommen haben, weil wir mit allgemeinen Zahlen und nicht mit konkreten BWAG-Zahlen gearbeitet haben. Das heißt, die CO2-Vermeidung sind insgesamt 235.000 Tonnen CO2-Äquivalent. Und es wurde die Betrachtung angestellt, wie stellt sich das dar, ob ich jetzt 100% Lkw annehme oder diese Drittelregelung. Und es macht einen Unterschied aus von 1500 Tonnen CO2 mehr, die also oder weniger Vermeidung, die entstehen durch den Lkw-Verkehr. Das ist eine Abweichung von 0,5% in Bezug auf die 235.000 CO2. Das heißt, es ist bei diesem Vorhaben rein aus ökologischer Sicht belanglos, ob ich die Materialien in den Lkw antransportiere oder über Schiff und Schiene. Weiter zu dem Thema Verkehr, Schiff und Schiene. Ökologisch belanglos für die Gesamtökologie. Relativ 0,5%. Ja, das ist doch ein Klacks, 0,5%, das weiß doch jeder. Das ist doch unter der Haut. Na, schön. Okay. Jetzt vielleicht zu unserer Situation Brennstoffanlieferung. Wir haben jetzt konkrete Verhandlungen aufgenommen, beziehungsweise wir haben auch eine Absichtserklärung mit unserem Partner, der die Holzaufbereitung realisieren wird, und mit dem haben wir verschiedene Standorte besichtigt für die Holzaufbereitung. Ich kann Sie beruhigen, rein aus strategischen Gründen macht dieser Partner das. Es gibt einen Standort im Norden von Berlin und es gibt einen Standort in Brandenburg nördlich von Berlin. Beide, und das war nicht die Maßgabe von uns, sondern für diesen Partner, weil der genau weiß, dass für diese Mengen die Schiffsanbindung das Entscheidende ist. Beide Standorte besitzen direkt eine Kaimauer, damit man den Transport per Schiff machen kann. Dürfen wir den Namen Ihres Partners jetzt schon erfahren? Leider noch nicht, aber ich kann Ihnen versprechen, in 4 Wochen wissen wir mehr darüber. Okay. Es gibt Absprachen. Und Frage, haben Sie schon eine Baugenehmigung für den Hafen vom Feldokanal? Oder ist die beantragt? Der Hafen ist ja vorhanden. Es geht jetzt darum, die Spundwand einzuziehen. Und da wird man ja auch eine Baugenehmigung brauchen, oder? Richtig, das ist aber mit dabei. Oder haben Sie die schon? Entschuldigen Sie, der Hafen ist nicht vorhanden. Ich kenne mich aus, ich habe ein kleines Sportboot. Der Hafen ist nicht vorhanden. Vielleicht ist eine Planung vorhanden. Aber davon wissen die einfachen Leute gar nichts. Aha, der Hafen ist nicht vorhanden. Also wenn Sie das Wasser- und Schifffahrtsamt zu den einfachen Leuten zählen, das waren für uns jedenfalls die Ansprechpartner für den Ausbau der Spundbahn an der Stelle. Und das ist an der Stelle machbar. Und es ist jetzt in den Planungen auch so weit, dass wir dort an dieser Stelle 100 Meter Spundwand ziehen, das konnten Sie auch lesen aus den Genehmigungsunterlagen, um die Schiffsentladung vorzunehmen. So viel vielleicht zum Verkehr. Es gibt. Die Frage ist nicht beantwortet. Für mich jedenfalls nicht. Ich habe sie gefragt, ob die Baugenehmigung erteilt ist oder ob sie beantragt ist. Mehr nicht. Oder ob das ein Luftschloss ist, denn ich höre immer nur Lkw und Bahn steht ja in dem Genehmigungsverfahren drin, dass also erst in ferner Zukunft wohl der Fall ist, steht nicht drin, warum. Und Schiff höre ich, das ist keine Baugenehmigung, oder ich nehme das jetzt inzwischen an, das ist doch 100% Lkw, oder wie? Das von uns beauftragte Ingenieurbüro ist an den, macht die Detailplanungen und hat den Bauantrag für den Hafen noch nicht eingereicht, weil die mit den Detailplanungen für den Hafen noch nicht fertig sind. Das passiert aber auch in den nächsten Wochen. Das ist ganz klar, dass man bei so einem Projekt Stück für Stück vorangehen muss. Nicht doch alles unter 0,5%. Die gibt es doch wohl ja nicht. Fahren ist mal schlimmer, bevor es ging. Das ist jetzt nicht ganz so eben besser gepasst, aber ich setze sie jetzt trotzdem ab. Also Sie sagen, Sie wollen sich um die Belange der Rudower Bürger, also Sie nehmen die an, wollen Sie
Bischmann, dann glaube ich, Herr Bischmann, müssen Sie einfach akzeptieren, dass die Bürger sich nicht damit anfreunden können, dass es nur eine Alternative gibt zu einem Eternitgelände, die wir als Bürger in Grunde zu schlucken haben, nämlich das größte Heizkraftwerk Deutschlands mit 240.000 Tonnen Holz. Innerstädtisch, oder widersprechen Sie mir? Ist das der innerstädtische Bereich, in dem es gebaut werden soll? Entschuldigung. Nee, das ist richtig. Das ist also von dem verarbeiteten Brennstoffvolumen ist es das größte Biomasseheizkraftwerk, weil es das einzige ist, was komplett in Kraft-Wärme-Verbindung arbeitet. Das ist richtig, ja. Bio. Das ist da kommt hier nicht drum rum. Das wird uns erzählt, das Bio. Ja, okay, erstmal danke. Ich weiß nicht, ob die Frage schon mal gestellt wurde. Eine ist die, was mir, ich bin heute mal das erste Mal hier, ich habe also jetzt nur aus der Zeitung so erfahren. Warum wird das Werk nun in Rude gebaut und nicht vor der Stadt? Sie erzählen mit der Autobahn, hier sind mit der Trasse, legen da Rohre rein, bringen sie zum Kraftwerk Rude die Wärme. Könnte man ja 10 Kilometer weiter genauso machen, wäre mein Gedanke. Zweite Sache, was Sie vergessen haben, die Autobahn, was Sie hier beschreiben, die muss der LKW Mautgebühren bezahlen. Und also jeder LKW-Kleinfritze, der jetzt Holz Ihnen anliefert oder Ihre Firma, die werden also nicht über der Autobahn fahren, weil sie über die Tonnenzahl von 10 Tonnen liegen, also müssen die Gebühr bezahlen, werden Sie also wahrscheinlich sagen, wir bezahlen euch die Gebühr, damit ihr über der Autobahn fahrt und nicht durch die Köpenicker Straße oder über die Stubenrauch. Denn die eins steht fest, die Stubenrauchstraße ist heute schon dicht mit dem kleinen LKW-Verkehr. Und die dritte Sache, was Sie gesagt haben, Logistikunternehmen, die bleiben in Berlin nicht mehr, die ziehen alle vor Berlin. Nehmen Sie die Firma Schulz aus, neu aus Tempelhof, die hat noch ein Büro da, die hat noch eine Werkstatt da, alles geht aus Berlin raus. Und dass Sie hier sagen, hier kommen noch Speditionsfirmen hier nach Berlin. Große Spedition, Firma Rieck ist auch nicht mehr in Berlin drin. Firmen, die ziehen ab. Und wirklich, wirklich Firmen, die Arbeitskräfte beschäftigen, ziehen auch vor Berlin. Da ist Berlin, Sie mit Ihren 30 Leuten, die Sie hier vielleicht einstellen wollen, ist gar nicht. Und eine Firma, die hier, wie die FDP immer sagt, wir holen noch Firmen hier nach Berlin her. Unter dem Standpunkt, in dem politischen Standpunkt, was wir hier haben, wird hier nicht mehr viel passieren. Und fest steht doch eins, wir haben den Schönefeld, den Flughafen vor der Tür, der auch ausgebaut werden wird. Und dann heißt das auch wieder, den schlucken wir jetzt schon. Die Grundstücke im Tempel hier in Neukölln, Rude, Buko, sind gefallen. Jetzt kommen die mit ihrem Werk noch an, die werden wir also noch mehr fallen. Es wird uns alles aufgezwungen. Es ist, die Müllabfuhr sagt, sie müssen eine Biotonne nehmen, kommen wir da wieder hin, wird auch uns aufgezwungen. Ich habe einen Garten, ich brauche keinen Müll, aber ich muss ihn nehmen. Alte Leute, die fürchten sich vor der BSR-Mafia, die nehmen diese Sachen zur Kenntnis und mitnehmen aus dem Grund. Und nun, jetzt kommt das Werk hier hingestellt. Also wie gesagt, wenn Sie sagen, Sie machen da 3 Kilometer Trasse, bin ich der Meinung, warum muss das jetzt hier in Rude sein? Stellen Sie es doch da vor hin. Bezieht sich auf Ihre Ökobilanz. Sie haben nur CO2 verglichen. Beim Straßenverkehr entstehen natürlich gerade beim Diesel entstehen wesentlich andere Abgase noch. Die ganzen Rußabgase und ähnliche Dinge, die haben Sie offenbar nicht berücksichtigt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der Schiffstransport. Da ist es nicht klar, ob es der Schiffstransport des Rohmaterials ist zu Ihrem Partner, der die Holzaufbereitung betreibt, oder ob es der Schiffstransport von diesem Aufbereiter zum Kraftwerk selbst ist. Wenn es der Schiffstransport vom Aufbereiter zum Kraftwerk selbst ist, wundert es mich ein bisschen, dass der das ganze Material vorher angeliefert bekommt und dann für die relativ kurze Strecke auf dem Schiff verlegt und das dann nach zum Kraftwerk karren soll. Das ist immer sehr zweifelhaft. Eben zum Schiffstransport aus weiteren Entfernungen lässt sich sagen, dass wir gerade in der Heizperiode in der Regel Eisgang haben oder Niedrigwasser, sodass wir Probleme haben, zum Beispiel bei der Heizölbelieferung in der Stadt und da die Frachten deutlich nach oben gehen, wenn das Material überhaupt herkommt. Dann kommt hinzu, das Material, wenn es gehackt ist, hat einen gewissen Restfeuchtegehalt. Ich weiß nicht, wie es sich verhält, wenn Sie es mit dem Schiff über Winter antransportieren wollen und das Ganze dann gefroren hier ankommt, wie Sie es dann rausbekommen. Das Gleiche kann Ihnen auch mit der Schiene passieren. Da werden Sie es nämlich mit offenen Loren oder mit diesen Loren, wo Sie auch Kohlen mit transportieren, die Kohlen sind aber unempfindlich gegen, da haben Sie das gleiche Problem. Das heißt, ich will hiermit sagen, dass Sie in der Stoßzeit garantiert erhöhten LKW-Aufkommen im Winter haben werden.
Dann haben wir im Winter mitunter Inversionswetterlagen. Das heißt also, eine kalte Luftschicht liegt über dem Boden und die Abgase stauen sich über dem Gebiet, wo sie entstehen. Nicht nur mit CO2, was aus meiner Sicht nicht das Problem wäre, aber die gesamten anderen Dieselabgase. So, und das ist der dritte Punkt, um jetzt mal auf die Müllfrage zurückzukommen. Die ist ja bisher noch nicht behandelt worden. Wir reden ja über die Dinge, die transportiert werden, aber nicht eigentlich, was transportiert wird. Ich zitiere aus dem Handelsblatt von heute, das ist ja eigentlich relativ unverdächtig, nehme ich mal an. Da steht drin, Biomasseanlagen geht das Altholz aus. Kessel bleiben kalt. Ich fasse das zusammen, der Artikel ist länger. In Deutschland werden jetzt, und das ist der Stand von jetzt, 60 Anlagen in die Genehmigung gegeben. Das Material reicht nur für 20 Anlagen aus. Das sind seriöse Schätzungen des Hamburger Instituts für Holzwirtschaft. Die Shell, und das ist der Schlusssatz, den ich hier nur draus zitieren will, da die Shell nicht über die volle Versorgungskette verfügt und auch von der Preisdynamik beim Altholz überrascht worden ist, haben wir die Notbremse gezogen, bevor es zu spät ist. Die Shell ist ausgestiegen. Die Shell ist nicht gerade klein. Ich weiß nicht, wie Harpen es garantieren will über die Lebensdauer dieses Kraftwerks, dass sie sich im Übrigen nach der 17. BImSch genehmigen lassen wollen, sodass sie auch alles andere, kontaminierte Althölzer, einschließlich Müll, verbrennen können, wie sie über diese Zeit die Versorgung dieses Kraftwerks in der Menge aus dem Raum Berlin und Umgebung sicherstellen wollen. Das halte ich für sehr fragwürdig. Okay, das war eine ganze Kette von Fragen. Nochmal zum Transport, zu der ersten Frage. Also es ist so, dass wir nur ausschließlich fertig aufbereitetes Holz bekommen. Und dieses fertig aufbereitete Holz, das kommt dann auch nicht von irgendwelchen Kleinfritzen, sondern das fließt tatsächlich zu den Aufbereitungsplätzen und kommt dann fertig aufbereitet wieder zurück in sogenannten Walking-Flow-Fahrzeuge, die oben abgedeckt sind. Das heißt, da kommt dann auch kein Staub heraus während des Transportes. Und die haben ein Volumen von ca. 100 Kubikmeter, können also ca. 20 Tonnen laden. Und der Lkw-Transport wird natürlich im Wesentlichen den Frischholzmengen mit berücksichtigen, die wir auch mit einkalkuliert haben, beziehungsweise Material, was von anderen kleineren Plätzen anfällt. Denn unser zentraler Aufbereitungsplatz hat den Hafenstandort und dort wird es, und da komme ich jetzt auf Ihre Frage auch zurück, im Wesentlichen auf den Schiffstransport hinauslaufen, denn es ist durchaus sinnvoll, einen Schiffspendel einzurichten, dass man tatsächlich das Holz, was ja sehr großvolumig ist, in großen Einheiten belädt und in großen Einheiten auch wieder entlädt. Das ist wesentlich kostengünstiger, als wenn man aufwendig ein Schiff umfasst etwa den Transport von 100 LKWs. Das heißt, es ist wesentlich sinnvoller, mit einem Schiff hin und her zu fahren, als mit den 100 LKWs, die sich hier durch die Straße bewegen müssen. Also das ist auch schon zu prüfen. Wenn es so wirtschaftlich ist, so einfach, das war klar. Jetzt kommen wir. So, jetzt kommen wir zu. Jetzt, ja, ja. Na gut, so einfach ist die Sache nicht. Das ist ja schon eine komplexe Geschichte. Das heißt, jetzt kommen wir zu den Potenzialfragen, die Fragen, wo kommt denn überhaupt das Holz her? Geht möglicherweise oder welchen Anlagen geht möglicherweise der Kessel aus? Und damit berühren wir auch die Standortfrage. Zunächst zur Standortfrage. Wir haben diesen Standort gewählt, weil wir an diesem Standort die Wärmeversorgung sicherstellen können. Und das ist das, was unser Projekt auszeichnet. Das ist das, was dieses Projekt bundesweit auszeichnet, dass man einen Wärmeabnehmer hat wie die Gropiusstadt, der genau auf die Größenordnung für ein Holzheizkraftwerk der 20 MW-Klasse zugeschnitten ist. Das heißt, wir können die komplette Wärme absetzen und wir können den kompletten Strom absetzen. Und damit wir die komplette Wärme absetzen können, können wir natürlich nicht irgendwo auf die grüne Wiese gehen, sondern suchen uns einen Standort, wo die Anbindung an die Wärme optimal ist. Und das ist mit diesem Standort in Rodo gegeben. Deswegen unsere Entscheidung zu diesem Standort in Rodo, der also für diese Einbindung optimal ist. Es gibt immer wieder Diskussionen zu dem Holzpotenzial, inwieweit das Holz reicht.
Wir hatten gerade diese Woche ein Gespräch mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Berlin, mit dem Leiter Umweltpolitik, und haben genau diese Punkte auch nochmal diskutiert, weil im Abfallwirtschaftsplan stehen bestimmte Zahlen und an tatsächlich verfügbarem Potenzial sind andere Zahlen. Und der Dr. Breitenkamp hat uns zugestimmt, dass wir mit unserer Potenzialabschätzung über 350.000 Tonnen in Berlin richtig liegen und dass dieses Potenzial an Holz sich sogar noch erhöhen wird. Im Abfallwirtschaftsplan ist eine Zahl erfasst von 180.000 Tonnen. Das betrifft aber nur die andienungspflichtigen Abnehmer aus Privatanteilen. Das heißt, da ist der gesamte Gewerbeabfall damit nicht berücksichtigt und damit kommen wir auf die Zahl von 350.000 Tonnen Holz in Berlin. Das heißt, das Gebrauchholzpotenzial in Berlin ist da. Wir haben weiterhin von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Unterstützung bekommen, weil jetzt kommen wir zu diesem Thema Müllverbrennungsanlage. Es ist bekannt, dass also ab dem Jahre 2005 die TH-Siedlungsabfall in Kraft tritt. Das heißt, spätestens ab diesem Zeitpunkt ist es nicht mehr zulässig, organische Abfälle auf Deponien abzulagern, weil das Ablagern von organischen Abfällen auf Deponien hat immer wieder zu starken Umweltbelastungen über Grundwassereintrag etc. geführt. Deswegen hat der Gesetzgeber verlangt, dass die Abfälle vorher behandelt werden, ehe sie auf Deponien abgelagert werden. Jetzt leisten wir für diesen Einfluss, für diese TH-Siedlungsabfall, leisten wir eine erhebliche Hilfe, und nicht nur wir, sondern im Prinzip sämtliche Holzheizkraftwerke eine erhebliche Hilfe, weil bisher lohnt es sich einfach nicht, das Holz auszusortieren, weil es a. billig ist, Abfälle gemischt, so wie sie sind, auf die Deponie zu entsorgen. Das wird sich ändern. Das heißt, für das Holz werden wir in Zukunft bezahlen, weil es für uns ein wichtiger Brennstoff ist. Das ist in unseren Kalkulationen auch mit drin. Wir werden für das Holz bezahlen. Das heißt, für das Entsorgungsunternehmen lohnt es sich, das Holz auszusortieren. Weiterhin wird es teurer werden, den Abfall zu verbringen, weil die Deponien für organische Materialien geschlossen sind. Es bleibt also nur übrig, die Müllverbrennungsanlage in Ruhleben bzw. die SPZ Schwarze Pumpe, wo die Abfälle aus Berlin verbrannt werden. Und das war auch noch eine Aussage von dem Herrn Breitenkamp, dass es in Berlin wird es keine weitere Müllverbrennungsanlage geben und wir planen und werden auch keine weitere Müllverbrennungsanlage bauen. Wir haben die Unterlage eingereicht auf eine reine Holzverbrennungsanlage und wir haben das Projekt konzipiert als eine reine Holzverbrennungsanlage. Und zwar hat es folgenden Hintergrund: Wenn man die Anlage umrüsten will, was uns immer wieder unterstellt wird, was ich jetzt aus den Diskussionen entnommen habe, müsste man die Brennstofflagerung wesentlich verändern. Das kostet Geld. Muss man den Brennstofftransport, oder den Mülltransport, die Mülleinbringung wesentlich verändern, weil es ein ganz anderer Stoff ist von der Dichte, von der Schüttfähigkeit als das Holz. Und das ist der wesentliche Punkt, wir müssen die Rauchgasreinigungsanlage wesentlich verändern, weil wir haben jetzt den Vorteil, dass wir bei einer reinen Holzverbrennung mit dem Trockensorptionsverfahren arbeiten können. Bei einer Müllverbrennung müssten wir mit anderen Verfahren arbeiten. Das heißt, wenn wir diese Anlage, egal zu welchem Zeitpunkt, umrüsten wollten, würde uns das sehr viel Geld kosten. Und dieses Geld bringt A. Genau, das ist eben der Punkt, dass wenn wir Müll verbrennen, wenn wir dort eine Müllverbrennungsanlage haben, bekommen wir natürlich nicht mehr den Strom aus dem erneuerbaren Energiegesetz, weil wir dann keine erneuerbaren Energien mehr nutzen, sondern eine Müllverbrennungsanlage haben. Das heißt, dann fehlen uns mehr als zwei Drittel aus den Stromeinnahmen und wir hätten die Mehrkosten, wir haben das durchkalkuliert. Außerdem können wir keinen Mischmüll annehmen, das ist also gänzlich unmöglich. Man könnte nur sogenannte Ersatzbrennstoffe, da gibt es verschiedene Verfahren für Ersatzbrennstoffe, die könnte man annehmen,
Und da ist allgemeiner, das Ersatzbrennstoff, das ist also aufbereiteter Müll, der also pelletiert ist, damit er auch in kleineren Anlagen leichter verbrannt wird. Aber genau diese Ersatzbrennstoffe, da gibt es eine Nachfrage aus der Zementindustrie, da gibt es eine Nachfrage aus den Kohlekraftwerken. Das heißt, diese Ersatzbrennstoffe, für die gibt es auch keine Zuzahlung, die bringen auch kein Geld mit. Und damit wären wir von der Wirtschaftlichkeit mit dieser Anlage also auch überhaupt nicht gut bedient. Aber Fakt ist, wir haben rein beantragt und genehmigt wird eine Holzverbrennungsanlage und wir würden erhebliche Zeitschwierigkeiten bekommen. Und das ist für uns ein entscheidender Faktor, wenn wir jetzt entweder im Vornherein eine Antragstellung auf Umrüstung beantragen oder wenn wir das ganze Verfahren sowieso umändern. Es ist für uns schlichtweg nicht möglich, das Ganze umzurüsten. Für uns ist es wesentlich lukrativer, das Ganze als Holzheizkraftwerk zu betreiben. Moment, ich bin noch nicht am Ende. Und jetzt noch zu dieser Frage, wie weit reicht das Potenzial? Es ist richtig, es sind sehr viele Holzheizkraftwerke geplant. Aber wer sich intensiv mit den Leuten, mit den Planern, mit den Betreibern unterhält, weiß auch, dass also nur ein Bruchteil von den Anlagen umgesetzt werden. Es gibt jetzt schon Genehmigungen für Anlagen, die nie gebaut werden. Das wissen wir auch. Diese Anlagen haben aber einen entscheidenden Nachteil. Und zwar, die sind A, falsch oder zu klein geplant und auf den falschen Standorten. Weil nur die Anlagen, ich gebe Ihnen einen Tipp, können Sie sich selbst informieren und nicht von mir. Gehen Sie auf die Seite vom BITZ Biomasse Informationszentrum. Die haben eine Studie von dem Ingenieurbüro Fichtner in Auftrag gegeben. Das ist jetzt ganz aktuell raus. Und diese Studie kommt zu dem Ergebnis, dass also nur eine Anlage, eine reine Stromerzeugungsanlage von 20 MW wirtschaftlich arbeiten kann. Das heißt, es werden nur die Anlagen übrig bleiben, die auf diese 20 MW hin konzipiert haben. Und ein weiteres Ergebnis aus dieser Studie ist, wirtschaftlich am besten stehen diese Anlagen da, die nicht nur Strom produzieren, sondern die auch noch ihre Wärme verkaufen können. Und wir sind in dieser komfortablen Situation, das heißt, das letzte Biomasseheizkraftwerk, bei dem der Kessel kalt würde, das ist die Anlage in Neukölln. Das heißt, Sie können ganz ruhig und sicher sein, Sie werden hier ein Holzheizkraftwerk an diesem Standort bekommen.